Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein leckeres Tiramisu, aber in vegan. Das ist ganz einfach gemacht. Ihr braucht nur wenige Zutaten und es schmeckt super lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Auf meinem Blog gebe ich euch dann noch weitere Tipps, wie ihr das Ganze auch abwandeln könnt oder nach eurem Geschmack ein bisschen anpassen könnt. Ich finde es super gut, weil es eben für speziell auch geeignet ist für Leute, die zum Beispiel jetzt Unverträglichkeiten haben, die zum Beispiel keine Laktose vertragen oder keine Eier. Und das ist eben in diesem Rezept der Fall. Und da könnt ihr dann praktisch davon ausgehen, dass es mehrere Leute dann auf eurer Party vielleicht essen können. Daher finde ich das eine super Variante und ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes müsst ihr eine Kokosmilchdose über Nacht in den Kühlschrank stellen und da müsst ihr darauf achten, dass ihr eine Kokosnussdose verwendet, die Vollfett-Kokosmilchanteil hat. Also das heißt ungefähr über 70, 80 oder 90% Kokosnussextrakt, denn dann haben wir mehr von dieser Kokoscreme und weniger von dem Wasser und wir brauchen eben die Kokoscreme für das Rezept. Und diese schöpfen wir als allererstes ab und geben sie in unsere Schüssel. Dann wird das Ganze erstmal kräftig mit dem Handrührgerät zu Sahne geschlagen und dann gebt ihr noch ein bisschen Tonkabohne hinzu, wer das zu Hause hat. Das schmeckt lecker nach Mandeln und ersetzt praktisch den Amaretto, wer das Ganze ohne Alkohol gestalten möchte. Natürlich könnt ihr auch Alkohol hinzugeben, wenn ihr das möchtet und das dann an einer späteren Stelle am besten. Dann gebt ihr noch die Süße eurer Wahl hinzu. Ich habe jetzt hier Xylit verwendet. Das hat den Vorteil, dass es weniger Kalorien hat. Das ist nämlich Birkenzucker. Ihr könntet zum Beispiel aber auch Kokosblütenzucker verwenden oder einen anderen Zucker eurer Wahl. Und natürlich auch so viel, wie ihr möchtet, beziehungsweise wie es euch dann am besten schmeckt. Wenn das dann alles untergemischt, dann gebe ich den Seidentofu hinzu und das Ganze wird dann auch nochmal gemixt, bis eine schöne einheitliche Creme entsteht. Jetzt könnt ihr das Ganze schon schichten und zwar habe ich jetzt hier Zwieback, Dinkelzwieback, ungesüßt, denn wenn man Löffelbiskuits nehmen würde, das hat ja eben Ei drin und ziemlich viel Zucker, deshalb wenn ihr eine vegane Variante machen möchtet, geht es super auch mit Zwieback. Der wird jetzt in kalten Kaffee eingetunkt und da könnt ihr entscheiden, wie stark ihr das haben möchtet, ob ihr lieber Espressos verwendet oder normalen Kaffee. Und wer natürlich auch noch Alkohol verwenden möchte, der kann das dann ein bisschen zu diesem Kaffee hinzugeben, das durchmischen und dann könnt ihr den Zwieback darin tränken. Ganz wichtig ist, immer nur ganz kurz tränken von beiden Seiten und dann gleich rausnehmen und ab in die Form damit. Jetzt gebt ihr die Hälfte der Masse über den Zwieback, verteilt es schön, dann kommt nochmal eine Zwiebackschicht oben drauf und zum Schluss die restliche Creme auch nochmal oben drauf schön verteilen. Und so kommt das Ganze jetzt in den Kühlschrank für mehrere Stunden, bis das Ganze fest wird oder am besten auch über Nacht. Wenn die Masse dann fest ist, dann könnt ihr das Ganze mit Kakao bestäuben. Ich habe hier Backkakao ohne Zucker, das ist so typisch für Tiramisu. Und dann gebe ich noch ein bisschen Crunch oben drauf in Form von Kakaonips. Ja, und jetzt könnt ihr schon servieren und ausprobieren, wie euch das Tiramisu schmeckt. Ich finde es sehr lecker. Ihr könnt wirklich diese Süße anpassen nach dem Geschmack, wie ihr das gerne haben möchtet und ein bisschen herum experimentieren. Da gebe ich euch noch dann Tipps auf meinem Blog. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Schreibt mir gerne Kommentare auf meinem Blog oder hier auf YouTube, wie ihr das Rezept findet, ob es euch schmeckt, ob es euch gelungen ist. Das freut mich jedes Mal riesig. Und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, das freut mich natürlich auch immer umso mehr und das geht am besten über Instagram und da nutzt ihr am besten den Hashtag Frau Janik. Dann kann ich das Ganze nämlich sehen und das freut mich jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt hier Tiramisu essen. Ich freue mich riesig und muss noch die Fotos dafür machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.